Ja, gestern haben wir hier über das gespenstische Drohvideo eines abgeschobenen Afghanen berichtet. Inzwischen zieht es weitere auch politische Kreise und wir schauen noch mal ganz kurz, um was es da genau geht. Er ist schwer kriminell, wird 2017 nach Afghanistan abgeschoben und bedroht nun unsere Polizisten und Mitglieder der Spezialeinheit SEK mit dem Tod. Bandenchef Sangar Ahmadi. Ich werde der erste Mann sein, der Bullen tötet und zwei SEK-Beamten tötet. Wenn ihr uns weiter auf den Sack geht, dann werde ich dafür sorgen, dass ich 100 Afghaner, die auf der Abschiebeliste sitzen, die werde ich auf euch haufitzen und eure Mutter ficken. Rückblick. Sangar Ahmadi stammt aus Kabul, ist deutschen Sicherheitsbehörden seit Jahren als Unterweltkönig wegen Erpressung, Vergewaltigung, sexueller Nötigung und unter anderem gefährlicher Körperverletzung bekannt. Vor 4 Jahren wird er nach Afghanistan abgeschoben. Mit dem widerlichen Drohvideo will er nun offenbar weitere Polizeikontrollen in seinem privaten und geschäftlichen Umfeld auf brutalste Art und Weise verhindern. Afghanen, die auf der Abschiebeliste stehen, sollen in seinem Auftrag in Deutschland vergewaltigen und töten. Jetzt der Rückzieher. Sangar Ahmadi veröffentlicht auf seinen sozialen Kanälen ein zweites Video, spricht davon, dass man ihn nur falsch verstanden hätte. Experten sprechen von reinen Schutzbehauptungen. Ja, und genau dieses Video schauen wir uns jetzt einmal an. Eine Entschuldigung, die völlig absurd klingt. Ja, ich kann auf jeden Fall meinerseits oder besser gesagt unsererseits den deutschen Behörden, den deutschen Polizisten, auch dem deutschen Volk hundertprozentig versichern, dass wir nicht vorhaben, jemanden zu töten oder ansatzweise daran zu denken. Ich wollte das Video kurz machen, um mich bei manchen Menschen, die das Video vielleicht auf eine Art und Weise falsch verstanden haben, entschuldigen, das Video gilt oder geht nicht an das deutsche Volk, an die deutschen Behörden, auch nicht an die deutschen Polizisten. Ich habe garantiert nicht vor, gegen jemanden oder gegen eine deutsche Polizistin umzubringen, um Gottes Willen. Tja, wirkt sich diese Entschuldigung vielleicht sogar strafmildernd aus? Das klären wir jetzt mit dem Strafrechtsexperten Matthias Waldraff. Guten Tag, Herr Waldraff. Grüßen Sie, hallo. Herr Waldraff, welche Strafrechtsbestände können gegen den Mann überhaupt erhoben werden? Ja, diese hasserfüllten Erklärungen erfüllen fraglos den Tatbestand nicht nur der Bedrohung und Beleidigung, sondern auch des Störungs des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Mord, Totschlag, gefährlicher Körperverletzung, also schweren Verbrechen. Und die Entschuldigung, die er jetzt ausgesprochen hat, macht die alles wieder wett? Ist damit alles wieder gut? Wer beide Videos sieht und nebeneinander stellt und nicht nur den Inhalt, der ja voller Hass ist in dem ersten, sondern auch die Mimik, die Körpersprache sieht, die Vielzahl von brutalsten Wiederholungen, wenn es auch um Verwandte von Polizeibeamten, SEK-Beamten geht, macht deutlich, dass dieses erste Video das Maßgebende ist und das zweite ist der gescheiterte Versuch, das zurückzuholen. Das steht für mich außer Frage und dieses erste Video wird maßgebend sein für die Ermittlungen. Und hier drohen dann auch massive Strafen. Die Große Koalition hat noch im April 2021 eine massive Verschärfung gegen Delikte, Hetze, Hass im Netz. Das ist hier also ein Beispiel durchgebracht. Die Strafen sind durchweg verdoppelt worden, auch für Bedrohungen. Das geht bis zu 3 Jahren Strafdrohung. Und jemand, der so viel mitbringt wie er, an Vorbelastungen und kriminellen Vorstrafen, der wird auch nicht mehr über Bewährung zu reden sein. Also das heißt, es würde für einen Haftbefehl reichen? Die Frage eines Internets, wäre es ein internationaler Haftbefehl, hängt noch von weiteren Faktoren ab. Aber wenn da bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllt wären, könnte man daran denken. Andere Fragen sind berührt, auch etwaige Auslieferungen. Wenn, was ja im Raum steht, der Mann sich im Moment in der Türkei aufhalten sollte und dort überhaupt greifbar wäre, dann würde möglicherweise auch die Türkei nicht ausliefern, weil immer noch kein Verbrechenstatbestand erfüllt wäre von mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe.
Es bleibt immer noch im Bereich des Vergehens. Aber das sind dann so Spezialfragen, da sollte man jetzt auch nicht spekulieren. Fakt ist, dass dieses Video genau das ist, was die Koalition im Frühjahr meinte, unter anderem. Wir gehen ja auch in die Nähe des Terrorismusverdachts. Die Dinge liegen eng beieinander und da haben wir jetzt Gott sei Dank massivere Strafdrohungen und das fällt hier eindeutig rein. Frage ist ja auch, ob die Bundesregierung überhaupt ein Interesse an einer Auslieferung hätte und den Mann dann wieder hier im Land hätte, um ihn dann später wieder abschieben zu wollen. Völlig richtig, das sehe ich auch so. Nur eins ist mir sehr wichtig, dass die Verschärfung dieser Paragraphen im Strafgesetzbuch gerade gegen Hetze und Hass die Wertigkeit derjenigen, um die es geht, und das sind hier vorrangig Polizeibeamte in überwiegend Hessen, die ja konkret angesprochen werden in dem nicht veröffentlichten Teil des Videos, das sie gezeigt haben, brauchen auch diesen Schutz und diese Unterstützung. Und da sollten wir uns auch alle einig sein. Ich habe das